Graue Vögel, schlechter Ruf. Raben. Rabenvögel gibt es auf der ganzen Welt. Ein Beweis für ihre Anpassungsfähigkeit. Rabenvögel wurden in den meisten Kulturen wegen ihrer Intelligenz hoch verehrt. Aber mit der Zivilisation änderte sich ihr Image. Rabenvögel tummelten sich an Galgen und auf Schlachtfeldern und hackten den Leichen die Augen aus. Und Hitchcocks Film Die Vögel zementierte den schlechten Ruf. Biologe Christoph Vogel von der Vogelwarte Sempach. Raben und Krähen, die sind schwarz, die sind groß, sie haben eine raue Stimme, sie bilden Schwärme und sie fressen Aas. Und für den Mensch, der nicht mehr den unverbauten Blick des Naturvolkes hat, ist das zu viel an negativen Eigenschaften. Die Mauern des Wasserschlosses Halwil beherbergen wohl seit ihrer Erbauung um das Jahr 1200 eine Turmdohlenkolonie. Bei der Restaurierung um die Jahrtausendwende wurde sorgfältig darauf geachtet, die Brutplätze zu erhalten. Denn Dohlen sind, im Gegensatz zu den meisten ihrer Artkollegen, wohl gelitten. Die Dohle ist eine Art in der gleichen Gattung wie der Kolkrabe, wie die Rabenkrähe mit ihrem schlechten Ruf. Sehr nah verwandt, ist aber die kleinste dieser eigentlichen Krähenarten und scheint durch ihre eher geringe Größe, durch ihre Physiognomie, einen kurzen Schnabel, einen runden Kopf, runde Flügel, gilt als lieblich, als herzig, obwohl sie als Rabenvogelart sicher auch ab und zu ein Nest plündert, sich über einen frisch gesäten Maisacker hermachen kann, aber es wird wahrscheinlich der Dohl viel eher verziehen. Im Schacht eines mittelalterlichen Aborts ist Ende März ein Dohlenpaar dabei, ein Nest zu bauen. Um das Nisten, Brüten, Schlüpfen und Füttern zu dokumentieren, baut Kameramann Frank Messmer anstelle des Klodeckels eine schwarze Kiste mit einer Kleinkamera ein. Das Dohlenpaar ist zwar kurz irritiert, beäugt die ungewohnte Situation an der Decke seines Schlafzimmers misstrauisch und ergreift vorerst einmal die Flucht. Aber schon wenig später lässt es sich durch die Direktübertragung auf einen Bildschirm nicht mehr stören und baut eifrig am Nest weiter. Neben Ästen, Moos und Blättern taugt offensichtlich auch eine Papierserviette des nahen Cafés als Baumaterial. Von nun an können Besucher des als Museum konzipierten Schlosses Halwil jederzeit live mitverfolgen, was das Paar im Nest so treibt. Und wenn es Glück hat, sogar eine Paarung miterleben. Dohlen sind wie die meisten Rabenvögel monogam und halten sich zeitlebens die Treue. Eine Rabenausstellung des Naturmuseums St. Gallen versucht, den schlechten Ruf der schwarzen Vögel zu rehabilitieren. Erster Ansatz: Nicht alle Rabenvögel sind schwarz, wie Rabenkrähe, Saatkrähe oder Dohle. Zur gleichen Art gehören zum Beispiel auch die bunten Eichelhäher, die gesprenkelten Tannenhäher und die blau-weißen Elstern. Und in den Bergen begeistern Alpenkrähen und Alpendohlen mit ihren Flugkünsten. Die am weitesten verbreitete Rabenart in Mitteleuropa ist die Rabenkrähe. Die großen Schwärme bestehen aus Jungvögeln und nicht brütenden älteren Paaren. Denn brütende Rabenkrähenpaare nisten allein in hohen Bäumen und nehmen ein Revier für sich in Anspruch. Rabenkrähen gehören wie die Nebelkrähen zu den Aaskrähen. Trotz ihres kräftigen Schnabels sind sie nicht in der Lage, größere Tiere zu töten. Die Rabenkrähe ist ein typischer Kulturfolger und ernährt sich oft von Abfällen. Geschickt nützt sie auch die Vorarbeit anderer Tiere zum Nahrungserwerb aus. Saatkrähen hingegen leben in Schwärmen zusammen. Sie sind erkennbar am schlankeren, an der Basis nackten Schnabel. Saatkrähen nisten zwar nebeneinander in Kolonien auf hohen Bäumen,
Doch der Kampf um die besten Nistplätze und das Klauen von Baumaterial führen ständig zu lauten Zänkereien. Saat- und Aaskrähen sind vor allem den Bauern ein Dorn im Auge. Doch der Schaden, den sie in der Landwirtschaft verursachen, ist weit geringer als oft angenommen. Wenn man hinhört, was erzählt wird, dann müssen die Schäden sehr groß sein. Nun hat eine Untersuchung im Kanton Bern gezeigt, dass bezogen auf den Gesamtaufwand, Ansaat, Arbeitsstunden, Maschineneinsatz, Erntemaschinen, bezogen darauf sind die Schäden an Maiskulturen, Mais wurde im Detail untersucht, im Bereich von einem halben bis einem ganzen Prozent liegen. Zurück zum Schloss Halwil. Inzwischen ist es Mitte April. Der Frühling steht vor der Tür. Unser Brutpaar geht fleißig ein und aus. Und das Weibchen hat zwei grünlich-schwarz gesprenkelte Eier gelegt. Andere Paare sind offensichtlich noch gemeinsam mit dem Nestbau beschäftigt. Auch das Männchen beschäftigt sich weiterhin mit dem Innenausbau, während seine Partnerin nun längere Zeiten im Nest verbringt. Zwar sollte er gemäß Lehrmeinung von nun an die Partnerin füttern, aber davon scheint er wenig zu halten. Die Leckerbissen behält er für sich. Sie muss für sich selber sorgen. Und weiter täglich ein Ei legen. Schlussendlich sind es vier. In Grünau bei Linz tummeln sich bei einem stattlichen Landhaus Raben, Enten, Graugänse und sogar Waldrappen. Hier hat der Verhaltensforscher und Nobelpreisträger Konrad Lorenz nach seiner Emeritierung gelebt und geforscht. Graugänse waren Lorenz' Spezialgebiet, doch scheint schon eher die Fähigkeiten der Raben erkannt zu haben. Konrad Lorenz hat in der frühen Zeit, in seinen Anfängen eigentlich, mit Raben gearbeitet und das waren auch seine absoluten Favoriten, soviel ich weiß. Zumindest hat er immer wieder gesagt, dass die Vögel, die wirklich ein Hirn haben, unter Anführungszeichen, Raben sind. Ja. Und ja, diese Zitate, die habe ich mir natürlich zum Herzen genommen. Es war auch witzig, wie ich angefangen habe zu arbeiten, war meine Aufgabe oder meine, das Ziel, die Aufgabe, die ich bekommen habe, war, herauszufinden, ob das stimmt, dass die Vögel wirklich so gescheit sind, was nicht wirklich eine sehr einfache Frage ist, weil sie sehr komplex ist und man muss schon mal damit anfangen zu definieren, was ist intelligent. Die Konrad-Lorenz-Forschungsstelle arbeitet mit dem nahegelegenen Wildpark zusammen. Hier befinden sich neben Bären und Wölfen, Hirschen und Rehen auch Volieren mit Adlern, Geiern und Kolkraben. Biologin Anna Braun ist Doktorandin der Universität Wien, der die Forschungsstelle angegliedert ist. Sie befasst sich vorwiegend mit dem Sozialverhalten von Kolkraben. Kolkraben sind die größten aller Corviden, mit einer Flügelspannweite von weit über einem Meter und einem kräftigen, krummen Schnabel. Hier besucht Anna Braun gerade die einjährigen Mojo, Jörg und Rumo. Sie sollen langsam an die Zusammenarbeit mit Menschen gewöhnt werden, um später im Dienste der Wissenschaft ihre Fähigkeiten zu beweisen. Die Jungvögel sind neugierig, geschickt, lernbegierig und verspielt. Und wie Menschenkinder eifersüchtig. In wenigen Wochen sollen Sie Anna Braun bei ihrem nächsten Experiment behilflich sein, an einem Computer mit Touchscreen anzeigen, wie viele Artgenossen Sie erkennen. Für Versuche dieser Art ist ein persönliches Vertrauensverhältnis nötig. Hey Elias, hey Colombo. Machen wir was. Wart.
In der Nachbarvoliere haust das erfahrene Paar Ilias und Colombo. Die beiden sollen den Schnürchentrick demonstrieren, den sie in früheren Versuchen spontan, das heißt ohne menschliche Anleitung, herausgefunden haben. Aber Ilias und Colombo haben heute keine Lust zum Arbeiten. Sie sind ganz offensichtlich beleidigt, dass Anna Braun ihre Aufmerksamkeit heute zuerst und so lange den Jungvögeln nebenan geliehen hat. Da helfen auch keine Leckerbissen. Am nächsten Morgen erhalten sie als Erste die volle Aufmerksamkeit der Biologin. Und siehe da, heute sind die beiden ganz aufmerksam und kooperativ. Ilias zeigt auch gleich, wie der Trick funktioniert. Und auch Colombo ergattert sich geschickt ein Stück vom Kuchen. Das bereits seit einigen Jahren in diversen Versuchen getestete Paar gibt nicht einfach Erlerntes zum Besten, sondern wählt den Weg, der am einfachsten zum Erfolg führt. Ilias überrascht auch unseren Kameramann, der in Erwartung einer Wiederholung des Vorangegangenen auf den falschen Ast fokussiert. Korviden sind sehr neugierig, auch was die eigene Art betrifft. Wir wissen, dass Raben extrem aufpassen, was andere machen. Einerseits, um von ihnen Informationen zu bekommen, wo was ist oder wie was geht, oder um von ihnen Informationen zu verbergen. Nein, ich will nicht, dass du das mitbekommst, was ich jetzt tue. Viele Rabenvögel verstecken bei Überfluss Nahrungsmittel, da sie wegen ihres kurzen Verdauungstraktes nicht viel Nahrung aufs Mal aufnehmen können. Und so geht es bei den Kolkraben oft darum, herauszufinden, wer was wo versteckt hat. Sie können sich ihre eigenen Futterverstecke sehr gut merken. Sie können sich aber auch die Futterverstecke von anderen merken. Das heißt, wenn Sie sehen, wo der versteckt, dann können Sie das nachher ausräumen. Das müssen Sie nicht gleich machen, sondern Sie können warten, bis der andere weg ist, und können Sie es dann holen. Somit ist der Dominanzeffekt raus. Das heißt, Sie können auch die Verstecke von hochrangigen Tieren plündern. Das müssen Sie lernen. Also, dass Sie halt da warten müssen, bis der dann wieder weg ist, was aber gar nicht so leicht ist, weil Sie müssen Ihre eigenen Intentionen beherrschen können. Die, die plündern wollen, versuchen zuzuschauen, ohne selbst gesehen zu werden, beziehungsweise den anderen glauben zu lassen, dass er nicht gesehen wird, und trotzdem zu schauen. Also da sind wir schon, da wird schon komplexer. Jetzt fangen wir an schon mit Täuschen und Gegentäuschen. Nur zum Vergleich. Wie alt muss ein Menschenkind werden, bis es in der Lage ist, wie dieser Rabe einem Spielgefährten vorzugaukeln, er verstecke einen Leckerbissen? Um sich dann darüber zu amüsieren, dass dieser tatsächlich in die Falle tappt. Auch die Körpersprache erinnert an menschliches Verhalten. Schnell weg mit dem Bissen, dann behutsam außerhalb des Sichtfeldes der anderen verstecken. Die drei Jungvögel müssen diese Verhaltensweise erlernen, obwohl der Verstecktrieb in ihnen steckt. Mit der Fragestellung der sogenannten Theory of Mind beschäftigen sich auch Psychologen. Wie weit und in welchem Alter kann sich ein Individuum die Perspektive eines anderen Individuums zu eigen machen und Schlüsse daraus ziehen? Die Wissenschaftler der Konrad-Lorenz-Forschungsstelle Grünau haben Beweise dafür, dass Kolkraben es können. Neben der Arbeit mit Samenkolkraben gewinnt hier aber auch die Forschung mit den Wildlebenden an Bedeutung. In der Nähe von Forschungsstelle und Tierpark lebt ein Verband von rund 100 nicht brütenden Kolkraben. Sie treiben Schabernack mit anderen Tieren, zum Beispiel Adlern oder Enten, und zeigen immer wieder ihre Fähigkeiten als Flugakrobaten.
In solchen Nichtbrütergemeinschaften lässt sich das Sozialverhalten untereinander besonders gut beobachten. Denn brütende Paare sind vor allem mit sich selbst und der Aufzucht der Jungen beschäftigt. Kolkraben haben riesengroße Territorien, wenn sie sich aussuchen könnten. Und sie leben 30, 40 Jahre lang. Das heißt, ein Territorium ist besetzt für eine sehr lange Zeit, wenn dann mal ein Brutpaar da drin ist. Und die momentane Situation sieht wieder so aus, dass in Zentraleuropa die meisten Territorien besetzt sind. Aber auch wenn das nicht so wäre, haben wir immer junge Vögel bis hin zu 10 Jahren. Wir haben heute gesehen im Wildpark, dass 10-jährige Raben in Nichtbrüderverband dabei sind. Die können auch verpaart sein, haben aber kein Territorium. So lange bleiben die in diesem Nichtbrüderverband, in dem sie ihr ganzes Tagewerk verbringen. Und die sind im Schnitt 100 Individuen groß. Sie hat es aus diesem Grund übernommen, jeden Morgen um 7 Uhr die Wildschweine, Bären und Wölfe des Tierparks zu füttern. Für die Kolkraben buchstäblich ein gefundenes Fressen. Andererseits auch eine permanente Herausforderung. Denn sowohl die Wildschweine als auch die Artgenossen machen ihnen jeden Bissen streitig. Die wildlebenden Kolkraben sind im Laufe der Jahre fast alle einmal gefangen und gekennzeichnet worden. Deshalb kann Anna Braun jeden Morgen in ihr Gerät diktieren, wer ängstlich und wer mutig ist, wer mit wem teilt oder welcher gegen welchen kämpft. Das Spannende bei den Kolkraben ist die Diskrepanz zwischen Konkurrenzbedingungen um Nahrungsressourcen, weil sie sich mit potenziell lebensgefährlichen anderen Tieren wie Bären und Wölfen prügeln quasi ums Fressen und andererseits sehr sozial sind. Also als Juvenile, solange sie noch nicht adult sind, leben die in Nichtbrüdergemeinschaften von 100 Raben zusammen und streiten sich aber eigentlich um alles die ganze Zeit. Und die Diskrepanz rauszufinden, mit wem bildeten sie deswegen Allianzen, in welchen Subgruppen, mit welchen Freunden hängen sie wie zusammen rum, das scheint schon eine recht spezielle Situation bei den Kolkraben zu sein, die bei den anderen Korviden nicht so durchkommt. Die Krähen sind viel toleranter miteinander und die kolonielebenden Vögel sowieso. Was aussieht wie jeder gegen jeden, hat durchaus System, eine soziale Struktur. Erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass Geschlechts- oder Verwandtschaftsbeziehungen durchaus eine Rolle spielen. Der individuelle Freundschaftsfaktor aber eine noch größere. Hey, Gute, komm nie wieder. Super. Interessant ist, dass diese Freundschaften wirklich aktiv aufgebaut werden. Also sie investieren in den anderen, sie machen das genau, wie man das von den Primaten her auch kennt. Über Kraulen, über nett sein zum anderen, eben einem was geben, Hilfe geben, auch dann bei Streitereien. Das ist dann, wenn schon die Freundschaft sehr eng ist, dann kommt das auch. Beziehungsweise sie trösten auch, wenn einer dann vom anderen verbrackt worden ist und man sich nicht doch helfen hat, traut. Dann geht man zumindest dann nach hin und ist nett zu dem und versucht ihm halt wieder aufzubauen und aufzumuntern. Während der knapp dreiwöchigen Brutzeit sitzt zumeist das Dohlenweibchen auf den Eiern. Und setzt er sich einmal drauf, weil sie kurz das Nest verlassen muss, wird er bald wieder vertrieben. Offenbar hat das Männchen inzwischen kapiert, dass er das Weibchen füttern sollte. Im Museum-Café gleich vor der Haustür des Dohlennests gibt's eine bequeme, nutzbare Nahrungsquelle. Gipfele zum Frühstück. Es weht sogar ein Duft von Kaffee durch das Nest. Auch in diesem Schloss bei Starnberg gehen seit jeher Dohlen ein und aus. Das Schloss gehört der Dynastie der ehemaligen Könige von Bayern. Zeitweise hier bei den Großeltern aufgewachsen, ist die Biologin und Verhaltensforscherin Prinzessin Auguste von Bayern. Mein Großvater hatte schon Dohlen zu Hause gelegentlich, die auch sprechen konnten. Und die sind bei uns ums Haus gekreist. Ich war immer fasziniert von ihnen, hat mir immer gewünscht, dass ich mal eine großziehen kann, dass ich mal eine finde, die aus dem Nest fällt und verletzt ist. Das ist aber nie passiert. Und dann ist es irgendwie ein glücklicher Zufall gewesen,
Ich habe über, da hat sich gerade die Forschungsgruppe in Cambridge, ist gerade relativ neu entstanden. Ich bin durch Zufall hineingerutscht und habe dort meine Doktorarbeit begonnen mit Dohlen. Inzwischen forscht Auguste von Bayern für die Universität Oxford, unter anderem weiterhin mit Dohlen. Sie kennt ihre Vögel in den Volieren alle. Und umgekehrt ist es offensichtlich ebenso. In ihrer letzten Veröffentlichung hat Auguste von Bayern nachgewiesen, dass die Dohle hinschaut, sehr genau darauf achtet, wo ein Artgenosse oder sogar ein Mensch hinschaut. Verstehen, was der andere sehen kann und auf was der andere gerade achtet, wo er seine Aufmerksamkeit hinrichtet, ist sehr, sehr wichtig. Und man sieht eben bei Dohlen, dass sie sehr sensibel auf, ja, Dohli, sehr sensibel auf Augen sind. Das habe ich ursprünglich eigentlich zufällig beobachtet, dass immer, wenn ich hingeschaut habe, dass ich genau gemerkt habe, wenn ich selber hingeschaut habe, war immer mein Gefühl. Und das habe ich dann in einem Experiment getestet und das war eben wirklich so, dass sie extrem sensibel auf menschliche Augen sind. Vielleicht eben, weil sie auch, man sieht ja, dass sie ganz helle Augen hat in einem ganz schwarzen Gesicht. Die können die Augen auch ziemlich bewegen, das sieht man jetzt sogar, glaube ich. Und das ist wie bei unseren Augen. Wir haben eben einen weißen Augapfel und ein relativ dunkles Iris, sodass man genau unsere Augen sieht, wo wir hinschauen. Andere Menschen sehen, wo wir hinschauen, weil es sehr auffällig ist. Und bei Dohlen ist es auch sehr auffällig, wo sie hinschauen. Auguste von Bayern demonstriert die Versuchsanordnung mit einem Mann, den die Dohlen nicht gut kennen. Jetzt ganz gerade ausschauen, hier auf diesen Punkt und die Augen nicht mehr bewegen. Hier ist das Futter hin. Es dauert eine ganze Weile, bis sich die Dohle dem Leckerbissen nähert. Und dann nochmals geraume Zeit. Bis sie den Wurm endlich schnappt und sofort wegfliegt. Schaut die Testperson aber weg, ohne die Stellung des Kopfes zu verändern, hat die Dohle keine Hemmung, sich in aller Ruhe den Köder zu holen. Von Personen, die ihnen bekannt sind, wie die Forscherin, nehmen die Dohlen die positiven Hinweise wahr. Seines Zeichen mit dem Zeigefinger. Oder eben solche mit den Augen. Die Frage dahinter ist, ob Tiere denken können und ob sie darüber denken, was andere denken. Also ob sie eine in Anführungszeichen eine Theory of Mind haben, ob sie darüber nachdenken, was andere für Intentionen haben, was sie wissen, was sie nicht wissen, was sie sehen können und so weiter und so fort. So wie wir Menschen das ganz automatisch tun. Es ist eben interessant zu wissen, ob Tiere das auch können. Neben Dohlen testet Auguste von Bayern auch neukaledonische Krähen. Diese sind bekannt dafür, dass sie Werkzeuge gebrauchen, ja sogar selbst herstellen können. Dieses erstaunliche Phänomen untersucht eine ganze Gruppe der Universität Oxford unter der Leitung von Christian Rutz und Alex Kaczelnik. Der Werkzeuggebrauch ist tatsächlich ein ungewöhnliches und sehr seltenes Verhalten. Werkzeuggebrauch im Tierreich ist so selten, dass wir lange Zeit glaubten, dass nur wir Menschen dazu in der Lage sind. Und wir haben Menschsein lange Zeit definiert, indem wir gesagt haben, wir sind diejenigen, die Werkzeuge herstellen und benutzen. Inzwischen ist erwiesen, dass einige Affenarten Werkzeuge verwenden. Nun sind die Krähen dran. Wie geschickt und erfindungsreich diese neukaledonischen Krähen mit Werkzeugen umgehen können, zeigt ein einfacher Versuch in der Voliere.
Eindrücklich hat Rutz in seinem Vortrag in St. Gallen dargelegt, wie Krähe Betty es unter wissenschaftlich kontrollierten Bedingungen im dritten Anlauf schon schaffte, aus einem geraden Draht ein geeignetes Werkzeug zu basteln. Dieses hier ist eine durchsichtige Plastikröhre und am Boden dieser Röhre befindet sich ein kleines Eimerchen mit einem Henkel und in diesem Eimer befindet sich eine Futterbelohnung. Und die Krähe möchte natürlich die Futterbelohnung. Sie sehen also, wie der Vogel hier zunächst einmal mit dem geraden Draht stochert und versucht, diesen Eimer anzuheben. Das funktioniert nicht. Jetzt nimmt sie den Draht heraus, klemmt ihn hier in dieses Klebeband, biegt ihn in einen Haken. Hat jetzt einen wunderschönen Haken und kann den Eimer herausholen. Zwei Sachen sind ganz, ganz wichtig hier. Das eine ist, das ist spontanes Verhalten. Das heißt, das ist kein Zirkustrick. Das ist nicht Verhalten, das trainiert ist, sondern das ist Verhalten, das spontan von diesem Vogel während dieses Experimentes gezeigt wurde. Das zweite, was wichtig ist, diese Vögel benutzen Werkzeuge im Freiland für den natürlichen Nahrungserwerb. Und es gibt Hinweise darauf, dass sie möglicherweise... Neukaledonien ist eine Inselgruppe östlich von Australien. Hier wollen die Forscher herausfinden, wie der Werkzeuggebrauch in der freien Natur funktioniert. Soweit wir wissen, benutzen diese neukaledonischen Krähen drei verschiedene Werkzeugtypen. Zum einen sind es gerade Stöckchen und Blattstiele. Sie benutzen hakenförmige Stöckchen und sie schneiden Werkzeuge aus den Blättern von Schraubenbäumen. Und all diese drei Werkzeugtypen werden, wie gesagt, zum Nahrungserwerb verwendet. Was wir noch nicht wissen, ist, ob die drei verschiedenen Werkzeugtypen auch verschiedene Funktionen beim Nahrungserwerb haben. Die Gruppe um Rutz hat dazu eine nur 13 Gramm leichte Minikamera entwickelt, die von wilden Krähen getragen werden kann. Sie ermöglicht einen Blick durch die Beine nach vorn und wird an der Basis der Schwanzfedern befestigt. Das Videosignal wird als Mikrowelle auf Distanz an spezial gefertigte Empfänger übertragen. Hier ein Flug von einem Ast zum anderen. Das Verzehren einer Frucht. Schließlich der zu untersuchende Werkzeuggebrauch. Diese Aufnahmen haben überraschende neue Erkenntnisse über die Biologie dieser scheuen Waldvögel erbracht. Und sie werden vielleicht auch dazu beitragen, den ramponierten Ruf der Rabenvögel zu rehabilitieren. Sie sahen Schlaue Vögel, schlechter Ruf, Raben. Die DVD dieser Sendung ist erhältlich bei NZZ Format.